Nach dem Scheitern von Jamaika hofft die Union, die SPD für die Neuauflage einer großen Koalition gewinnen zu können. Scheitert auch dieser Versuch, kann sie Neuwahlen nur noch durch eine Minderheitsregierung vermeiden, entweder mit den Grünen oder der FDP. Viele zweifeln bei der Union jedoch daran, dass ein solches Bündnis stabile Mehrheiten schaffen kann. Bis auf einen, Hessens Ex-Ministerpräsident Roland Koch, der von 2008 bis 2009 selbst einer Minderheitsregierung mit der FDP vorstand und damit gute Erfahrungen gemacht hat. In der FAZ formulierte Koch 4 Bedingungen, die erfüllt sein müssten, um eine solche Regierung erfolgreich führen zu können. Voraussetzung 1. Der von der bisherigen Koalition eingebrachte Haushalt müsste verabschiedet werden. Dies schaffe die nötige Handlungsfreiheit. Voraussetzung 2. Die Bundesregierung benötigt eine Mehrheit für die Antwort an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, wie die Europapolitik weitergestaltet werden soll. Auch dies hält Koch für möglich, mit den Stimmen von Grünen und SPD. Voraussetzung 3. CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP sollten sich verpflichten, keine Initiativen durchzusetzen, die von der Zustimmung der AfD abhängen. Dies gelte auch für Vorlagen der Bundesregierung. Voraussetzung 4. Sollte es bis zum Frühjahr 2019 zu keinem weiteren Bundeshaushalt kommen, soll die Kanzlerin zusichern, die Haushaltsabstimmung mit der Vertrauensfrage zu verknüpfen, um eine Auflösung des Bundestages zu ermöglichen. Die Parteien, so Koch, hätten so genügend Raum zur kontroversen Profilierung, die Bürger eine gute Chance, diese Arbeit zu bewerten. Doch taugten Minderheitsregierungen nie als dauerhafte Lösung, warnte Koch, sondern könnten nur, Zitat, eine Brücke zu Neuwahlen oder zu noch zu findenden stabileren Konstellationen sein.